Hallo, schön, dass du dabei bist bei einem neuen Action Haul. Ja, wir haben schon ein paar Dinge für den Urlaub gekauft. Mal sehen, ob ich jetzt alles zu Hause habe, weiß ich überhaupt nicht. Ich bin normal die Listen-Queen, aber dieses Jahr fällt mir das zeitlich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir da einiges für den Urlaub geshoppt und es dürfte natürlich wieder mal so einiges anderes noch mit. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, zum Ersten haben wir so diese Matratzen, Nudeln geholt. Also die sind eigentlich sehr praktisch, dass sie sehr platzsparend sind. Verwenden wir eigentlich sehr gerne bei uns im Pool. Einfach nur sich hier drinnen sonnen zu lassen, ist einfach perfekt dafür. Und fürs Meer ist dann einfach perfekt so eine ganz normale Luftmatratze, die hier ist wieder mit so einem Netz mit drinnen, damit man doch auch immer diese Abkühlung hat. Ich musste immer ein bisschen vorsichtig sein, denn mir ist das schon mal passiert, dass ich da drinnen so ein bisschen die Zeit verloren habe und irgendwie war ich dann ziemlich weit draußen am Meer. Ja, da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Dann habe ich zu zwei Gästehandtücher gegriffen, aber die sind nicht so richtig klein fürs Gesicht, also so Gesichtshandtücher. Ja, ich habe jetzt vorerst mal zwei Stück mitgenommen, die sollen für bei uns im WC im ersten Stock unten sein. Und ja, ich würde sagen, ich mache da gleich mal eines davon ab. Ja, die sind schon auf jeden Fall ausreichend als Gästehandtuch, würde ich sagen. Und haben auch diesen Dings hier zum Aufhängen, denn da hat mir meine Nichte letztens erst dieses Ding hier so abgerissen. Deshalb kann ich es nicht mehr gut aufhängen. Und jetzt habe ich mir gedacht, greife ich gleich zu etwas kleineren. Mal sehen, ob das auch ausreicht. Dann durften diese Chlor-Tabs mit, denn Anfang der Sommerzeit waren die durchwegs ausverkauft. Egal wie oft ich bei Action war, die waren immer ausverkauft. Und jetzt sind sie wieder vorhanden. Klar, jetzt hat jeder so etwas schon zu Hause und habe mir gedacht, ich kaufe das gleich ein für nächstes Jahr. Denn die kostet, also diese gesamte Packung kostet 10 Euro bei Action und im Baumarkt oder so zahlt man halt das Doppelte dafür. Und wenn ich das halt so weiß, dass man das bei Action so günstig haben kann, bin ich da schon sehr geizig und warte dann lieber ab. Aber jetzt habe ich schon früh genug dran gedacht, mir das einfach gleich auf Vorrat nach Hause zu tun. Hier sind 4 Stück dieser 200 Gramm langsam löslichen Quattro-Zaps drinnen. Ich habe es jetzt endlich getan. Ich gehe schon so oft an dieser Windlichtlampe vorbei. Windlichtlampe? Egal. Und jetzt durfte sie endlich mit. Ich meine, wenn du sowas kaufst, dann ist es eh am günstigsten bei Action. Und ich habe dann halt vor, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann vielleicht so im Herbst wieder so ein bisschen umzudekorieren. Und da sammle ich jetzt schon langsam so ein bisschen Boho-Style wieder. Denn so etwas ist auch doch immer dann relativ schnell ausverkauft, unter Anführungszeichen, denn die bekommen dann halt immer wieder Neues nach und dann gibt es das nicht. Und ich möchte da eh ein bisschen Verschiedenes schon sammeln, damit ich dann im Herbst mal ein bisschen bei uns umdekorieren kann. Hier ist auf jeden Fall noch so ein Glas mit dabei. Hier kannst du halt dann einfach auch eine Kerze reinstellen oder auch nicht. Mal sehen, ob ich das mache, aber ich glaube, das ist einfach nur so als Deko bei uns gedacht. Und so, also draußen auf der Terrasse ist es sowieso nicht möglich, da es bei uns immer relativ heiß ist. Die Kerzen würden sofort schmilzen, beziehungsweise auch teilweise sehr viel Wind bei uns geht. Auch da macht es nicht viel Sinn, eine Kerze hier drinnen anzuzünden. Ja, wir gehen jetzt dann bald zelten. Wenn ihr das Video seht, ist das Zelten schon vorbei. Da hat meine Tochter gemeint, wir müssen unbedingt Marshmallows mitnehmen zum Grillen. Mal sehen, ob das eh auch alles so okay ist, wenn wir dort grillen. Und ich glaube schon, dass wir auch eine Feuerstelle dort haben. Es wird wieder mal richtig spannend zu zelten. Ich liebe so etwas. Einfach meiner Tochter auch zu zeigen, dass man so in der Natur und zelten und ja. Auf jeden Fall durften die mit. Meine Tochter liebt es, gegrillte oder warme Marshmallows zu essen und ich mag es eigentlich auch ganz gerne. Für meine Katze durfte dann das hier mit und das ist so eine Katzenauflage. Kann man ans Fensterbrett legen oder auch sonst wohin. Bei uns kommt das immer. Beim Terrasseneingang liegt das dann dort und da liegt sie auch wirklich sehr gerne und sie hat so eines schon von Action in Grau. Und das möchte ich einfach mal austauschen, dass nicht mehr so schön aussieht.
Und ja, das ist das Katzenkissen, 26 breit und 60 lang. Ja, das klappt man dann so auf und hier hat es dann auch noch so Noppen. Ja, und das jetzige ist in Grau und deswegen habe ich mir gedacht, passend zum Boho-Style nehme ich es in einem Braunton mit. Ich habe mir diese Haarfarbe nochmal nachgekauft. Ich glaube, das ist so eine Art Action-Eigenmarke. Zumindest sagt mir das sonst nichts, dieses Fashion Professional. Ja, ich habe die letztens erst angewendet und war anfangs so begeistert, denn die stinkt nicht so extrem. Die hat auch eine ganz andere eigene Konsistenz. Auch sehr praktisch, man patzt da nicht viel rum, ist richtig einfach im Auftrag gewesen, eigentlich nur Positives. Als das dann eingewirkt hat und ja, habe es dann auch rausgewaschen, beim Rauswaschen habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, meine Haare fühlen sich so strohig an und ganz komisch, während dem Waschen, während dem Abwaschen dieser Farbe schon. Und habe dann halt auch sehr viel Pflege danach reingeschmissen in meinen Haaren und im Endeffekt habe ich einfach gemerkt, dass ich um einiges mehr Volumen hatte als sonst. Ich möchte sie auf jeden Fall nochmal ausprobieren, denn ich hatte einen Tag zuvor das Rizinusöl in meinen Haaren und ich weiß nicht, vielleicht war die Kombi auch nicht ganz so gut, aber so als ersten Mal anwenden kann ich sagen, ihr braucht auf jeden Fall sehr viel Pflege danach. Es ist halt so, dass die heutzutage die ganzen Haarfarben schon das alles mit drinnen haben. Früher war das ja auch nicht so, da waren die alle so wie die. Aber jetzt haben die schon sehr, 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 sehr viel Pflege mit enthalten und hier musst du halt nochmal ein bisschen nachhelfen. Für den Urlaub durfte dann noch diese Packung Haribo Mix mit süß und sauer. Ja, die finde ich sehr praktisch und am liebsten würde ich da mir gleich eins rausfischen. Ich mag halt auch gerne diese Gummidinger, aber esse mich dann auch sehr, sehr schnell dran satt. Deshalb finde ich die einzelnen kleinen verpackten Haribo-Säckchen ziemlich praktisch. Auch zum Verschenken und perfekt für den Urlaub, würde ich sagen. Dann konnte ich hier dran auch nicht vorbeigehen und soll auch schon als Sammelprodukt zur Deko-Umgestaltung im Herbst sein und ist in der Farbe so einen dunklen Braunton. Gefällt mir richtig gut, sieht sehr edel aus und kann ich mir auch wirklich sehr gut in Kombination mit Boho Style vorstellen. Die riecht auch ganz gut, muss aber ehrlich sagen, dass die Action-Kerzendüfte oder auch Duft-Raumdüfte nicht so intensiv sind. Also wenn du die dann anzündest, glaube ich nicht, dass du die dann im Haus riechst oder beziehungsweise auch in der Wohnung riechst. Dafür sind sie halt auch sehr günstig. Dann hat Action immer, wirklich immer zigtausende an Body Sprays in verschiedenen Marken wie Playboy, Adidas und auch Guess und ich bin eigentlich schon der Typ, der daran vorbeigeht einfach und ich weiß auch, dass da hier immer gute Düfte dabei sind. Auch Christina Aguilera war schon dabei, habe ich zu Hause und ich bin halt leider immer ein bisschen vergesslich, was so Body Mists angeht, obwohl ich da um einiges Geld sparen würde im Gegensatz zu Parfums. Und da ich eh viel zu Hause bin, würde das komplett ausreichen. Ja, dieses Mal bin ich halt einfach stehen geblieben und habe dann zu den hier gegriffen, da der sehr edel duftet oder, ja, schwierig. Ich kann keine Düfte beschreiben, tut mir leid, aber das ist einfach nicht mein Ding. Ja, ich weiß nicht, der duftet einfach so richtig elegant und teuer. Ja, heißt Guess Girl Belle. Belle, Belle, Belle. Ja, im Prinzip wird das komplett ausreichen, denke ich, wenn man sich komplett einsprüht mit solchen Bodysprays. Vor allem sind die halt auch um einiges günstiger. Deshalb, ich trage wie immer eh keinen Parfum zu Hause. Ja. Richtig, richtig angenehm. Das ist nicht so ein erschwerter Duft, aber doch leicht süßlich und sehr elegant. Ja, ich lasse es einfach, okay? Ich beschreibe keine Düfte. Dann haben wir diese Knoblauchsoße entdeckt. Ihr wisst, wir lieben diese Knoblauchsoße von Action, beziehungsweise mein Mann liebt die. Er war auch mit dabei, hat gesagt, ist das jetzt eine andere oder hat die nur eine andere Verpackung? Und da ich die andere nicht mehr gefunden habe, habe ich mir gedacht, das ist bestimmt einfach nur eine neue Verpackung. Mein Mann hat sie dann einfach mitgenommen, da er sie ja eh so gerne mag.
Und ja, mal sehen, ob das dann auch wirklich die gleiche Knoblauchsoße ist wie die zuvor. Das letzte, was wir noch mitgenommen haben, sind diese Milka Nubs. Die sind einfach sehr praktisch. Ich mag das gerne, wenn ich so etwas zu Hause habe für Notfälle, wenn man wo eingeladen ist, zu verschenken. Also als Mitbringsel mitzubringen, denn ich bin nicht der Typ, der einen Tag vorher dann noch einkaufen fahren möchte. Ich hasse Lebensmittel kaufen. Ja, und das war's eigentlich auch schon wieder. Wir sind durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit du mich unterstützt. Da würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.